Ja, vielen Dank für die Vorstellung und die Einladung. Ich muss jetzt gleich enttäuschen, dass ich das Letzte hier nicht mache, aber dass wir das vielleicht heute Abend in der Diskussion aufgreifen können mit der Frage der Revitalisierung von Gemeinschaftsökonomien. Ich möchte mich auch an den Leitfragen des heutigen Tages orientieren und mich insbesondere auf zwei konzentrieren, nämlich die nach den Gründen. Also inwiefern kann die Krise des wachstumsfixierten Wirtschaftsmodells als Ursache des Aufstiegs des Rechtspopulismus diskutiert werden, und dann die Frage nach den Alternativen. Ich dachte, wir brauchen auch noch ein bisschen was für die Diskussion heute Abend, deswegen werde ich die beiden anderen Fragen nur streifen. Wenn es darum geht, um die Krise des wachstumsfixierten Wirtschaftsmodells als Ursache für den Aufstieg des Rechtspopulismus, ist es, denke ich, ganz gut, sich erstmal genauer anzugucken, worin besteht diese Krise eigentlich, dann zu fragen, und das sind die drei Schritte, die ich machen möchte, wie hängen sozusagen diese multiple Krise, die ich skizzieren werde, mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus zusammen, und dann die Frage, wie reagiert eigentlich die Linke auf den Aufstieg des Rechtspopulismus, und das lenkt dann die Frage zu den alternativen Ansätzen einer linken Postwachstumsökonomie. Wenn wir uns die Krise angucken, dann kann man sagen, wir haben es mit einer multiplen Krise zu tun, die eine ökonomische Dimension, eine soziale Dimension, eine ökologische Dimension hat. Ökonomisch nimmt die Wachstumskrise ihren Ausgangspunkt in den 70er Jahren, als das fordistische Wachstumsmodell und der mit diesem Modell verbundene Klassenkompromiss ins Stottern geraten sind. Vielleicht ganz kurz einfach nochmal zur Erinnerung, weil das als Bezugsgröße doch immer sehr, sehr wichtig ist. Das keynesianisch-fordistische Wohlfahrtsmodell war geprägt durch industriegesellschaftliche standardisierte Massenproduktion, eng verbunden mit einer Ermöglichung von Massenkonsum durch eine Steigerung von Markt- und Soziallöhnen. Es nimmt seinen Ausgangspunkt in den USA. Der Automobilhersteller Henry Ford hat ihm seinen Namen gegeben, also die Idee, dass Löhne nicht nur Kosten, sondern Nachfragefaktoren sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg kristallisiert sich dann in Deutschland wie in den meisten europäischen Ländern ein dieser Logik folgender, durch die Systemkonkurrenz forcierter sozialer Kompromiss des Industriekapitalismus heraus, der einen gewissen muss man immer sagen, Ausgleich zwischen Marktinteressen und den Interessen der Arbeitenden gewährleistete. Es gab den viel diskutierten Fahrstuhleffekt, also sozusagen in der Wachstumsökonomie, einer einmaligen Wachstums- und Produktivitätsphase. Sie müssen sich vorstellen, allein in den 50er Jahren ist die Ökonomie in Deutschland doppelt so schnell gewachsen wie in den 150 Jahren davor. In dieser Phase wurde es möglich, Aufstiege sozusagen aus dem wachsenden Kuchen zu finanzieren. Das war der Fahrstuhleffekt, ohne dass sozusagen an den Grundstrukturen der Gesellschaft etwas verändert werden musste. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was ist mit diesem Wachstumsmodell seit den 1970er Jahren passiert? Mit den Ölkrisen, der aufkommenden Arbeitslosigkeit findet eine einmalige Prosperitätskonstellation ihr Ende, stark sinkende Wachstumsraten, rückläufige Profite, Sättigung der Massennachfrage, Produktivitätssteigerung und so weiter und so fort führen in eine Krise. Man muss sich an dieser Stelle natürlich auch immer wieder vor Augen führen, dass diese Wachstums- und Prosperitätskonstellation auf einem völlig zerstörten Kontinent stattgefunden hat. Das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, wenn heute von Wachstumsraten in diesen Dimensionen geträumt wird. Was wir beobachten, ist eben ein ökonomischer Paradigmenwechsel, das kennen Sie alle, der weitreichende Konsequenzen für die Produktions-, Arbeits- und Lebensweisen zeitigte, also die Hinwendung zu einem flexiblen, angebotsorientierten Kapitalismus, in dem die Angebotsbedingungen der Unternehmen zum Dreh- und Angelpunkt werden. Die Folgen kennen Sie alle, Erosion des fordistischen Normalarbeitsverhältnisses, Prekarisierung, Einschränkung sozialer Sicherungsleistungen, stärkere Selektivität und so weiter und so fort. Ein Punkt, der für die Diskussion hier ganz entscheidend ist, was durch diesen Paradigmenwechsel und die damit verbundenen Maßnahmen nicht gelungen ist, ist die Wachstumsraten im langfristigen Durchschnitt wieder zu steigern. Was gelungen ist, ist die Profitraten wiederherzustellen. Aber sozusagen die Wachstumskrise war damit nicht bewältigt. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den zu betonen. Und sozusagen die Profitraten konnten wiederhergestellt werden, eben durch eine Politik der Deregulierung, durch eine Politik der Umverteilung, eben von unten nach oben. Und das ist natürlich ganz zentral durch die Ermöglichung von Spekulationen auf den Finanzmärkten. Dass diese Strategien also ihrerseits Krisen hervorrufen, hat jetzt wiederum die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 folgende gezeigt. Und was, und das, da greife ich einen Punkt auf, den Reinhard Loske auch schon angesprochen hat, was die Wachstumsfrage angeht,
ist seitdem eine Tendenz zur säkularen Stagnation zu verzeichnen. Das heißt, in den Ländern des globalen Nordens pendeln sich Wachstumsraten irgendwo zwischen 1 und 2% ein. Und was für unsere Diskussion, glaube ich, hier schon auch spannend ist, zu sehen, dass zunehmend auch in der linken Diskussion Postwachstum weniger als utopisches Projekt, sondern eher der Postwachstumskapitalismus quasi als Diagnose einer säkularen Stagnation, wie wir es vor allem bei Lawrence Summers, aber auch bei Paul Krugman oder in der deutschen Debatte jetzt jüngst von Oliver Nachtwey haben. Also ich glaube, das ist für unsere Diskussion sehr, sehr wichtig. Neben der ökonomischen Krise, klar, eben auch schon angesprochen, die soziale Krise. Also im Zuge des beschriebenen Paradigmenwechsels zum neoliberalen Kapitalismus hat die soziale Ungleichheit der Einkommen und Vermögen in den Ländern des globalen Nordens rasant zugenommen. Deutschland, das wissen, ist oft nicht bekannt, ist neben Österreich zum Beispiel in Europa das Land mit der größten Vermögensungleichheit. 10% der Bevölkerung besitzen 60% des Vermögens, 1% der Bevölkerung besitzt 33% des Vermögens. Wenn man jetzt den Blick nochmal weitet, dann kann man sowohl für die meisten europäischen Länder als auch für die USA sagen, dass im letzten Jahrzehnt nur die obersten 20% vom niedrigen Wachstum profitiert haben. Klar, dann muss man die globale Dimension, in der globalen Dimension sieht es wieder anders aus, denn das reichste 1% besitzt irgendwie 99% des Weltvermögens und auch die, alle Einkommensgruppen in den europäischen Ländern gehören zu den 20% wohlhabendsten der Welt. Das ist dann nochmal sozusagen die parallele Entwicklung in den nationalen Abstiegsgesellschaften eingebettet in ihren globalen Kontext. Ich glaube, wichtig für unsere Diskussion hier ist einfach in Erinnerung zu rufen, dass die sozialen Aufstiege, über die ich eben gesprochen habe, und die sozialen Sicherheiten des fordistischen Wachstumskapitalismus eben an das Wachstumsmodell seiner Zeit gebunden waren, weil eben aus den Zuwächsen verteilt wurde. Und das sollten wir bei der Diskussion auch für Fragen, Strategien, Kräfteverhältnisse im Blick behalten. Die dritte Dimension muss ich hier nur total kurz ansprechen. Sie liegt auf der Hand, die ökologische Krise. Also es kann kein unendliches Wachstum in einer endlichen Welt geben. Expansive Kapitalakkumulation mit einem unentwegt wachsenden Sozialprodukt sind auf einem endlichen Planeten keine Zukunft. Denn alles Wirtschaften, und der Punkt ist sehr wichtig, finde ich, schließt Stoff- und Energietransformation ein. Und das lösen auch die ganzen Effizienzillusionen sozusagen dieser grünen Kapitalismusversprechen am Ende eben nicht. Ne? Ich finde sehr schön immer noch eine Passage aus John Maynard Keynes Aufsatz Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder, den er 1930 geschrieben hat. Und schon 1930 schrieb er, wenn das Kapital um, sagen wir, 2% pro Jahr wächst, wird sich die Kapitalausstattung in der Welt in 20 Jahren um die Hälfte vergrößert haben und 7,5-mal in 100 Jahren. Stellen Sie sich das einmal in Form stofflicher Dinge vor. Häuser, Transportmittel und Ähnliches. Der Punkt ist deshalb so interessant, weil die Wachstumsrate, mit der Keynes das rechnet, das ist ungefähr das Level, wo andere heute schon von säkularer Stagnation oder Postwachstumskapitalismus sprechen. Und dann heißt Postwachstum 7,5-mal die stoffliche Menge innerhalb von 100 Jahren. Das muss man, glaube ich, in der Debatte im Blick behalten. Eine letzte Anmerkung zum fordistischen Klassenkompromiss sozusagen als Basis des Wachstumsmodells der Nachkriegszeit. Dieser Wachstumskapitalismus ist nicht nur von oben, sage ich jetzt mal, neoliberal, sondern auch von unten aufgebrochen worden. Tiefgreifende Veränderungen der Lebensführung im Sinne von zunehmender Individualisierung, Pluralisierung und Denormierung und neben eben neu akzentuierten Verwertungsinteressen, die hier eine ganz zentrale Rolle spielen, haben aber eben auch soziale Bewegungen, vormals ausgeschlossener Gruppen, zu dieser Entwicklung beigetragen. Das heißt, mit den sozialen Kämpfen um Gleichberechtigung und soziale Teilhabe trat neben die klassische soziale Frage ein neues Anliegen, nämlich die Anerkennung von Existenz und Lebensweisen jenseits des engen Normalitätskorsetts der Nachkriegsjahrzehnte. Jetzt ist die spannende Frage, wie hängen diese Krisen und im letzten Punkt auch Wandlungsprozesse nun mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus zusammen? Es gibt gegenwärtig, und auch das hatten Sie gerade in Ihrem Vortrag schon angesprochen, es gibt gegenwärtig, gerade auch in der Linken, zwei populäre Deutungen zum Aufstieg von Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen in Europa und Nordamerika, und zwar die These von der ökonomischen Notwehr und die These vom kulturellen Klassenkampf. Die Notwehrthese geht davon aus, dass sich infolge der neoliberalen Wende der Sozialdemokratie kein geeigneter Adressat für die sozialen und ökonomischen Anliegen der unteren Klasse mehr finden,
weshalb sich insbesondere ArbeiterInnen, GlobalisierungsverliererInnen und durch den Neoliberalismus deklassierte nach rechts wenden. Nancy Fraser ist eine starke Stichwortgeberin mit eben dem Anliegen der Revitalisierung des nationalen Klassenkompromisses vergangener Jahre. Prominentester Stichwortgeber ist sicherlich, obwohl er da definitiv einer der differenzierteren ist, würde ich sagen, ist Didier Eribon, der in seiner Biografie Rückkehr nach Reims beschreibt, wie ehemalige Kommunisten aus seiner Familie zu WählerInnen des Front National werden. Und gegenwärtig wird eben unter den Stichworten die große Regression oder Arbeiterbewegung von rechts debattiert, dass und warum die soziale Frage zunehmend von rechts besetzt wird. Vielleicht um das ganz kurz an der Stelle einzuflechten, diese populäre Notwehrdiagnose lebt aus meiner Sicht mit dem Problem, dass die Unterschiede zwischen den Ländern erheblich sind. Also hier wird immer mal ganz schnell Trump und Brexit und AfD und so alles auf einmal erklärt, dass eben einige der rechten Parteien, und dazu gehört die AfD, eher ein neoliberale Wirtschaftsprogramme verfolgen, anders beim Front National, und dass auch die Wahlempirie so eindeutig nicht ist. Zum Beispiel haben in den USA die ärmsten Einkommensschichten Clinton und eben nicht Trump gewählt. Und auch nicht zu vergessen, ein großer Teil der Trump-WählerInnen, der AfD-Anhänger oder der Brexit-BefürworterInnen sind gut situierte Mittelschichtsangehörige. Gleichwohl, und das ist schon wichtig, zeigt sich im Ländervergleich, dass sich ein überproportionaler Anteil der ArbeiterInnen und Arbeitslosen nach rechts gewendet hat. Das heißt nicht, dass es die Mehrheit der UnterstützerInnen ist, aber überproportional findet diese Wendung statt. Und das ist eben bei weißen Männern mit wenig Bildung, und das zeigt die Empirie, am stärksten ausgeprägt. Und an der Stelle geht die Notwehrthese mit dem zweiten Begründungskomplex zusammen, nämlich wir finden häufig sozusagen ein neues Hauptwiderspruchsdenken, das mit einer These vom Kulturkampf einhergeht. Die weißen männlichen Arbeiter als Zentralfigur des fordistischen Klassenkompromisses seien eben nicht nur durch den Neoliberalismus entsichert und prekarisiert worden, sondern auch durch die vermeintliche Übermacht, Sie haben es schon angesprochen, von Anerkennungsbegehren sogenannter Minderheiten, zu denen irgendwie interessanterweise auch immer die Frauen gezählt werden, dass das sozusagen die weißen Männer an den Rand gedrängt hätte. Und jetzt würden sie sich quasi durch ihre Hinwendung zu den Rechten gleichermaßen gegen ihre ökonomische wie gegen ihre kulturelle Deklassierung wehren. Interessant ist, dass er in der Diskussion als Teil der kulturellen Deklassierung immer wieder auch ökologische Lebens- und Konsumstile genannt werden, die, und ich finde nicht ganz zu Unrecht, als Mittel der Klassendistinktion identifiziert werden. Ich komme darauf nochmal zurück. Insgesamt, das haben Sie auch schon angedeutet, eben findet derweil viel, könnte man sagen, linkes Self-Blaming statt. Ne? Also die Linke sozusagen verantwortlich für das Erstarken der Rechten. Ich würde sagen, das ist überall dort berechtigt, wo es um die jahrelange Klassenvergessenheit von großen Teilen der Linken ging. Und überall dort hochproblematisch, wo Kämpfe gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie plötzlich zu nebenwidersprüchlichen Anerkennungsbegehren werden, die dann plötzlich sozusagen nur kulturell sind und überhaupt nichts mit ökonomischen Fragen angeblich zu tun haben. Um das jetzt nochmal Revue kapitulieren zu lassen, würde ich sagen, dass der Aufstieg der Rechten in sehr vielschichtiger Weise eben mit dieser multiplen Krise des Wachstumskapitalismus zusammenhängt und eben auch mit seinen erodierenden kulturellen normativen Grundlagen verbunden mit der Entsicherung und Prekarisierung der paradigmatischen Figur dieses Wachstumskapitalismus, nämlich des weißen männlichen Industriearbeiters. Wenn wir uns das System Trump anschauen, dann sind die sozialpolitischen Vorstellungen von Trump und seinem Milliardärskabinett weit entfernt von einem Wohlfahrtsstaat der Nachkriegsjahrzehnte, das muss man sofort sagen. Aber das Versprechen Make America Great Again ruft mitsamt der dazugehörigen Energiepolitik und der Leugnung des Klimawandels den fossilen Kapitalismus des 20. Öl- und Kohlejahrhunderts auf und verspricht eine Welt, in der der hart arbeitende Industriearbeiter, der sich dann eben doch meistens als weißer Mann entpuppt, wieder zu seinem Recht komme. Und zwar gleichermaßen gegen den globalen Kapitalismus, gegen die Frauen und Migrantinnen, gegen die ökologisch verfeinerten StädterInnen, gegen die Postmaterialisten. Das heißt, Öl, Kohle, Industriearbeit, heterosexuelle Kleinfamilie und Protektionismus vermischen sich zu einem Versprechen, das auf das Wachstum und die soziale Ordnung vergangener Tage setzt. Der spannende Punkt ist jetzt aus meiner Sicht nämlich die Frage, wie reagiert die Linke? Und ich habe gerade schon gesagt, wir finden eine Menge linkes Self-Blaming tatsächlich an dieser Stelle. Und ich beobachte eine aus meiner Sicht auch für unser Thema heute hier ganz wichtige Entwicklung, nämlich die Revitalisierung eines renationalisierten Klassenkompromisses mit festen Grenzen der Solidarität. Wo haben wir das? In der wissenschaftlichen Debatte zum Beispiel bei jemandem wie Wolfgang Streeck,
politisch der Flügel um Sarah Wagenknecht in der Linkspartei, aber auch in Teilen der linkeren Sozialdemokratie. Und ich denke, hier muss eine linke Postwachstumsdebatte ansetzen, denn hier werden Grenzen der Solidarität neu verhandelt, der Tendenz nach Migration restriktiv gehandhabt und ökologische Widersprüche nachrangig verhandelt und sozusagen so etwas wie ein linksnationales Wachstumsprojekt, bei Mélenchon in Frankreich war das auch zu betonen, stark gemacht. Und hier ist jetzt natürlich die spannende Frage, ich muss jetzt ein bisschen schneller sprechen. Okay, ich spreche langsam. Okay, nicht schneller, ich halte das Tempo. Nein, die spannende Frage ist jetzt natürlich, wenn wir solche Neuverhandlungen innerhalb der Linken als Antwort auf die Bearbeitung der sozialen Frage in der Rechten, dann ist natürlich die Frage, was kann eine solidarische Postwachstumspolitik und Wirtschaft dem Rechtspopulismus entgegensetzen? Ich denke, hier gibt es erstmal wahrscheinlich vollkommen unstrittige Fragen hier im Raum, nämlich eine dezidiert antirassistische, antisexistische, einwanderungsoffene und fluchtursachenbekämpfende Politik. Ich glaube aber, der sozial- und wirtschaftspolitische Knackpunkt ist aber die Frage des Postwachstums und die der sozialen Solidarität, nämlich regional, national und global zusammenzudenken. Hierfür bieten ja auch die Vorschläge der zivilen Enquete, die Sie schon vorgestellt haben, die später diskutiert werden, Ansatzpunkte. Und ich glaube, dieser Zusammenhang, und darüber möchte ich jetzt abschließend etwas ausführlicher sprechen, ist alles andere als unkompliziert. Meiner Meinung nach gibt es aber in der sehr heterogenen Postwachstumsdebatte, das richtet sich jetzt gar nicht einseitig an die VeranstalterInnen, eine sehr einflussreiche Tendenz, so einen Blumenstrauß guter oder wünschenswerter Dinge zu verknüpfen, was wir alles mit dem Postwachstum gleichzeitig auch noch bekommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen und eine radikale Umverteilung und so weiter. Ich möchte gar nicht diese ganzen Maßnahmen in Frage stellen. Die Frage ist nur häufig, wie kommt das denn eigentlich alles zusammen und wodurch und wie funktioniert eigentlich die Transformation und natürlich in dem Zusammenhang, was sind eigentlich die Macht- und Herrschaftsverhältnisse und Interessenkonflikte, die müssen wir uns vergegenwärtigen, wenn wir solche Maßnahmen aufschreiben und verknüpfen. Denn, was ich eben schon erwähnt habe, Schrumpfung oder Stagnation im Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, ist bislang stets mit verstärkter Exklusion und Refeudalisierung zugunsten der Wohlhabenden einhergegangen. Natürlich ist der Slogan der Degrowth-Bewegung, eure Rezession ist nicht unser Postwachstum. Ich finde den vollkommen richtig, denn Postwachstum bedeutet ja gerade nicht einfach Schrumpfung des BIP, sondern Infragestellung des Indikators und ein differenziertes Verständnis von Wachstum, also was darf wachsen, zum Beispiel soziale Dienstleistungen, was soll schrumpfen. Trotzdem sollten wir nicht ausblenden, wenn wir über die Kräfteverhältnisse und Transformationsstrategien sprechen, dass es Wachstums- und Boomphasen mit Vollbeschäftigung und starken Gewerkschaften waren, in denen soziale Rechte und eine Verteilung von Zugewinnen erstritten worden sind, von denen auch die unteren Klassen etwas hatten. Und wir müssen darüber sprechen, was das für die aktuelle Situation bedeutet, dass wir beides nicht haben. Das Problem darüber hinaus ist, dass der Zusammenhang, und das halte ich für eine der größten Leerstellen in der ganzen Debatte, dass der Zusammenhang von Ungleichheit und Wachstum alles andere als einfach ist. Es gibt einerseits die Position zu sagen, Ungleichheit ist ein Wachstumsmotor. Also das ist die Hauptposition eigentlich, würde ich sagen, in den Postwachstumsdiskussionen. Und dafür gibt es auch starke Argumente. Also zu sagen, Nullwachstum und Schrumpfung treffen die Ärmsten und Schwachen am stärksten. Dann gibt es noch die Abstiegsängste der Etablierten in Zeiten von Prekarisierung und Entsicherung. Und unter diesen Bedingungen streben alle erstmal nach mehr und sind nicht für ein Postwachstumsprojekt zu gewinnen. Das wäre also ein politisches Argument, ne? Warum Ungleichheit die Menschen zu Wachstumsfetischisten macht und warum unter diesen Bedingungen sozusagen aus progressiver Perspektive ein Eintreten für Postwachstumspolitiken sozial riskant ist. Das Problem ist jetzt aber, dass ökonomisch betrachtet auch einiges für den gegenteiligen Zusammenhang spricht. Und tatsächlich sind sich heterodoxe Ökonomen wie Thomas Piketty oder Rudolf Hickel mit Ökonomen von IWF und Weltbank ziemlich einig darin, dass das gegenwärtige Ausmaß sozialer Ungleichheit zum Wachstumshemmnis geworden ist. Also jetzt hat man nicht mehr die schöne Situation zu sagen, weniger Ungleichheit gleich weniger Wachstum. Was ist, wenn man diesen Zusammenhang hat? Auch hier sind die Gründe überzeugend. Ne? Vermögen und hohe Einkommen konzentrieren sich stärker in den Händen einer Minderheit. Die Reichen aber geben, anders als ärmere Menschen, das viele Geld eben nicht komplett aus. Und neben dem Konsumargument beflügelt das Ausmaß der Ungleichheit und die Instabilität der Finanzmärkte eben durch das regelmäßig wiederkehrende Platzen von Blasen, wirtschaftliche Turbulenzen und Wachstumseinbrüche.
Das ist, würde ich sagen, eine der allergrößten Herausforderungen für die Debatte, die wir gerade führen. Wenn es darum geht, wie kann eine solidarische, sozial gleichere, gerechtere Postwachstumsökonomie aussehen. Und ich würde sagen, und ich glaube, um den Punkt kommen wir nicht drum herum, mit ziemlicher Sicherheit wird eine radikale Umverteilung, zum Beispiel durch Erbschafts- und Vermögensteuern, aber auch durch eine globale Kapitalsteuer, zunächst zu einem Wachstumsschub führen. Doch das, ich glaube, das ist ökonomisch relativ zweifelsfrei. Ich würde sagen, aus meiner Sicht ist das die unvermeidbare Voraussetzung, auch wenn es einen solchen Wachstumsschub gibt, für eine Gesellschaft der Ähnlichen, die dann zum Ausgangspunkt für eine solidarische Gesellschaft des Weniger werden kann. Aber ich glaube, erst das Weniger bei großer Ungleichheit ist ein großes Problem. Ich würde sagen, eine Gesellschaft des Weniger, die die ökologische Frage, und auch die Stränge finden wir natürlich immer wieder, die ökologische Frage zu Lasten der sozialen Frage priorisiert und dazu noch die Zustimmung zu dieser Perspektive, ich sage es mal zugespitzt, mit einer gehörigen Prise ökologischer Klassendistinktion gegenüber Lidl-Käuferinnen und Fertigpizza-Essenden garniert, eine solche Perspektive forciert, würde ich sagen, die Hinwendung zu regressiven Kräften, die eine rassistisch-nationalistische Antwort auf die soziale Frage versprechen. Ich glaube in dem Sinne auch, dass die große Stärke, und das finde ich daran absolut debattierenswert, der Politikvorschläge jetzt sozusagen der zivilen Enquete ist eben, einer solchen Politik einen Ansatz entgegenzusetzen, der die unterschiedlichen Krisendynamiken gleichermaßen ernst nimmt. Ich glaube, wir müssen uns nur auch den Problemen entgegenstellen, dass wir nicht immer Win-Win-Konstellationen haben. Dass wir Situationen haben, wo das, was im Sinne der einen Krise, der sozialen Krise förderlich ist, aus ökologischen Gründen trotzdem an anderen Punkten problematisch sein kann. In diesem Sinne, und damit komme ich zum Schluss, glaube ich auch gegenwärtig nicht, dass sich wachstumskritische Positionen vor einer Vereinnahmung durch Rechtspopulistinnen fürchten müssen. Das sieht, glaube ich, noch mal anders aus, wenn man jetzt wirklich in die extreme Rechte reingeht. Und das wird das Thema sein, mit dem Dennis Eversberg, der Workshop von Dennis Eversberg sich nachher beschäftigt. Wenn wir uns aber Trump oder die AfD und jetzt sozusagen die aktuellen diskutierten rechten Kräfte anschauen, dann, glaube ich, ist die Gefahr von Vereinnahmung nicht die zentrale Gefahr. Ich sehe eine ganz andere Gefahr für eine progressive, solidarische Postwachstumspolitik, nämlich das eben schon erwähnte Aufspringen von Teilen der Linken auf ein renationalisiertes Wachstumsmodell. Und immer wieder auch Positionen, auch in der linken Debatte, wo relativ ununterschieden von Globalisierungskritikerinnen, egal ob rechter oder linker Provenienz, gesprochen wird. Und ich glaube, die große Gefahr für eine solidarische Postwachstumspolitik ist ein solches renationalisiertes linkes Wachstumsmodell, denn die Protagonisten und Protagonistinnen, die brauchen wir für eine breite Basis für eine Postwachstumsbewegung. Und da glaube ich, dass das nämlich gerade in eine ganz andere Richtung geht. Und das fände ich super spannend, wenn wir darüber heute diskutieren könnten. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.